So, da sind wir bei Let's Play Minecraft Together mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hangerboy. Es wird Nacht. Ich habe gerade noch Mist gebaut. Ich liege im Bett. Ich auch. Ah, ich beschrecke, ich strecke. Oh. Und natürlich die Musik fehlt. So, jetzt. Ach ja, und ich habe gerade gesehen, überlegt bei der Mühle, wie ich es machen könnte. Ja. Damit es nicht arg so kackis aussieht. Und zwar, nein. Doch. Wie schön ins Wasser gefallen. Das ist blöd an der Wassermühle, ne? Ja, ist schon. Ja. Du sollst das Ding aufklappen. Klapp dieses. Du sollst ja nichts hinbauen. Sag mal, ist der jetzt so inkompetent, das von 2 Meter Entfernung aufzuklappen? So. Achso. Ja. 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 Okay, Frage. Hast du dich wie. Nee, ich hab die falsch platziert. Die müssen. Ah. Oh. Wieso kann ich die hier platzieren? Nein. Falltür ist weg. Wieso kann ich da keine platzieren? Ich kann doch hier. Hör! Wo ist sie? Da irgendwo. Da. Wieso kann ich hier keine Falltür platzieren? Also ne, hier. Ah. Nein, so eher nicht. Wie dann? Anders, oder? Um was anders? Oder anders. Lass mich nochmal platzieren, geht es? Ja. So, Alter. Und ab hier jetzt. Wir haben ein bisschen Bullshit gebaut. Aber nur ein bisschen. So, dann machen wir das nämlich hier so. Die schauen in die Richtung, das heißt, die hier müssen... Gott. What the fuck? Na. Oh shit. Wir gehen die... Ich brauche mal mehr Falltüren. Noch mehr Falltüren. Der Falltür war doppelt, ne? Ja. So. 20 Stück. Wie gesagt, du bist eine ganz schön teure Nutte. Oh ja. So, jetzt will ich nämlich hier nach oben. Und hier dann in die Richtung und da dann in... die unten. Wie mache ich denn das? Das geht natürlich nicht. Das ist ja... Herz aller Kackies. So geht's. Nee, nee, nee. Vielleicht so, warte. Hier im Block hin. Ach. Dann Mighty, sagst du. So und den Block wieder abbauen. Aber ich weiß nicht, ob dann die Falltür auch noch mit abgebaut wird. Ich glaube es zumindest, wahrscheinlich. Bitte bleib stehen. Nein, nein, die haut's auch weg. Ich habe ja noch 2 Stacks dabei. Ich wollte gerade schon zurücklaufen. Kann man die auch so platzieren? Jetzt kommt man nicht mehr ran, ey. Warte, vielleicht liegt es auch von der Seite, von wo ich sie draufklotz. Hallo? Wieso kann ich da Hallo. Nichts? Ich kann hier nichts platzieren. Ich mache rechts wie ein Bekloppter. Kannst du nur hier ran. So ist das Leben. Na, jetzt kann ich es in die Richtung, natürlich. Das will ich aber nicht. Ah, warte mal. Na, dann klappt sie sich in die Richtung um. Was sagst du, Mighty? Ja, ich bin gerade noch am Kämpfen. Erstmal machen wir mal da unten weiter. Hast du wieder schön Sand gefarmt? Ich könnte ein bisschen was brauchen.
Oder ein bisschen was. Nur ein bisschen? Ja. So, 6 Stacks noch. Und das war's mit meinen Vorräten. In diesem Moment habe ich nichts mehr. Na komm, geh wieder drauf. Das geht mir auf die Nüsse. Geht doch. So, ich komme mal kurz geritten. Alle ab. Ich das jetzt umklapp, wenn ich rankommen würde. Und Leggy Party geht wieder los. Kann ich das? Unterwasserbauen ist so mighty. Vielleicht muss ich ihn ja hier platzieren an die Ecke. Wieso geht es nicht? Werde ich ganz doll liefert. Vielleicht weil da schon einer dran ist, wenn ich den jetzt abbaue. Na komm. Geht jetzt hier eine hin. Natürlich, auf die Seite wollte ich sie ja haben. Strategisch ungünstig platziert. Erstmal die ganzen Falten wieder einsammeln. Wo ist denn mein Pferdchen? Da ist drunter geleckt. So, erstmal abbauen. Geht doch. Mein Pferd ist nicht mehr da. Oh. Ich sollte mal auf meine Luftblasen achten. Luftblasen gesagt. Ach, da steht's. Hallo. Boah, wenn es nicht so verfickt schnell ginge, das Reiten, dann würde ich es lassen. Und mit verfickt schnell meinst du? Schneller als rennen. Komm, jetzt klappt doch die Kacke auf. Wieso kann man das nicht? Hey, die Müdi ist wieder schon. Scheiße aus, ne? Richtig nach Holz aus. Ja, ich weiß nicht, wie ich das hier mit den Falltüren machen soll. Schau mal, denn die Falltüren sollen die Schaufel sein. Ich bin gerade noch am verzweifeln. ich bin gerade ins Wasser geleckt. Kommt das raus? Das Pferd steht da jetzt rum. Das Pferd steht da jetzt rum. Schieb's doch rüber. Das läuft, oder? Nein, das läuft nicht, aber du musst es nur rüberschieben. Hier. Ah, danke. Ja, kannst du mir vielleicht mal einen Tipp geben? Oder wie du die Schaufel... Wie du die Schaufel bauen würdest? Miss Labs? Hab ich auch schon... Dem Sound nachzuurteilen ist unser Ding, ist gerade durch. Naja. Soll ich ausschalten oder machst es du? Ja, kann ich schon machen. Alter, ist das laut. Ich höre sogar durch. Ich brauche sowieso Eisen, ich komme mal kurz hoch. Vor allem, das Schaufelrad mache ich aus dem dunklen Holz jetzt. Geronimo! So, aus mit dir. Ich hab gar nicht geschaut, wie voll das alles ist oben. Will ich auch nicht wissen. So, Eisen. Pferd, du bleibst kurz hier, ich guck kurz hoch. Eisen, ich glaube 9 reichen, oder? Ja. Hast du jetzt eigentlich schon einen Namen für dein Pferd? Brauner. Na, Brauner, so. Gauner. Du warst ja mega kreativ und so. Ja. So. Ich mache mir mal eine neue Axt. Oh ja, geht eigentlich. Könnte schlechter sein. Ja, ja. So, erstmal wieder was essen. Oh, nom 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 nom. Sind dann fast 6 Weizen. Und jetzt wollte ich... Haben wir noch das Holz aus dem Winterbiom? Na. Achtung, Knurwe. Ne, ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, wir haben das nur Birkenholz und das war's. Und das ist Dschungelholz von dir. Wir haben kein schwarzes Holz mehr, das haben wir noch gar nicht benutzt. Das ist einfach so laggy, das Reiten.
Ich schau mal in die Burg. Da ist nichts mehr. Doch, nein, doch, da ist noch was. Da ist noch das Holz aus dem Winterbiom. Also doch. Das habe ich ja gefragt, nach dem Holz. Ich dachte, das ist noch Dschungelholz. Sind da noch Betten? Da müsste noch ein Bett stehen, ja. Okay, gut. Das wird meine... Was denn? Wie heißt der Typ, der den Felsbrocken immer wieder hochschiebt zum Berg und es nie richtig schafft und er dann immer wieder runterrollt? Da gibt's doch so ein Wort für... Wie heißt der Typ? Ach, der hat doch einen Lateinunterricht. Felix? Nein. Da ist nichts. Da ist es. Ja. Keine Ahnung. Hängerboy? Was kann ich denn hier lassen? Ach, die neuen Holz. So. Google doch kurz nach ihm. So, ich bin im Bett. Und du? Ich brauche nur ein Stück. Und ich lege davon. Los, mein Pferdchen. Okay. Dann kann ich ja mal kurz nachschauen. Flüge durch den Boden. Oh fuck, ich sollte langsam machen wegen Klippe und so. Sisyphos, ich dachte schon. Was? Sisyphos heißt der Typ. Ich dachte die ganze Zeit an Syphilis. Syphilis. Sisyphos? Sisyphos, ja. Ich kann es dir sogar buchstabieren, okay. Warte. Kenne ich gar nicht. S-I-S-Y-P-H-O-S. Wikipedia, ich kann mal vorlesen, wenn du willst. Und was macht der Typ? Sisyphos, griechisch, lateinisch Sisyphus, ist eine Figur der griechischen Mythologie, die im Volksglauben als Schalk, gerissenes Schlitzohr und Urbild des Menschen und Götter verachteten Frevlers gilt. Dem es durch skrupellose Schlauheit mehrfach gelingt, trickreich den Tod zu überlisten und den Zustrom zum Hades zu sperren. Aha. Indem er den Todesgott Thanatos fesselt. Nach dessen Befreiung wird Sisyphos festgesetzt, aber es gelingt dem Toten mit einer List erneut ins Leben zurückzukehren. Er befiehlt seiner Frau, ihn nicht zu bestatten und keine Totenopfer für ihn darzubringen. Ah, da geht's noch weiter. Um dieses Ärgernis zu regeln, entlässt Thanatos ihn noch einmal ins Leben, woraufhin Sisyphos dem Tod ein weiteres Mal entgeht. Bekannt ist Sisyphos jedoch vor allem für die ihn ereilende sprichwörtliche gewordene Strafe. Genau, darauf wollte ich hinaus. Homer nennt keinen Grund für die Strafe, weshalb schon in der Antike verschiedene Autoren unterschiedliche Gründe für ihn da angeben. Blablabla. Warte mal, wann kommt's denn endlich? Weil er verschlagen hat einmal, warte, den Göttervater Zeus an den Flussgott Aspos verrät, blablabla, bla bla, weil er seine Tochter, Aigina geraubt hat, blablabla. Bla Aigina? Keine Aigina. Seinen Frevel an die Unterwelt gezwungen. Er muss zur Strafe einen Felsbrocken auf ewig einen Berg hinaufwälzen, der fast am Gipfel jedes Mal wieder ins Tal hinunterrollt. Darauf wollte ich hinaus. Meine Sisyphos-Arbeit, sprich, du wirst nie fertig. Ist schon aufgefallen, dass die Götternamen irgendwie so anhören wie Geschlechtskrankheiten. Warte, wie hieße? Asopos, Renitenz, Thanatos, Ah ja, so Resitenz. Oh ja, das kenne ich nicht so gut. Hermes, Herpes. Sisyphos, Syphilis, okay, aha. Syphilis. So, fehlt hier noch so ein Ding? Achso, da fehlt gar nicht. Komme ich jetzt nicht mehr hin. Oh ja, ist ja schön. Sehr schön. Syphilis. Haben wir auch wieder was gelernt heute. Learning by doing. Learning by... Ja. Hängerboy. Stimmt, da unten. Deine Mutter. Ein Oktopus. Stirb! Der Truhe von oben. So. Wie viel ist?
Haben wir wieder was gelernt. Ja. Unnützes Wissen. Ja, total. Müsst erkennen hier, ne, aus dem Biologieunterricht. Was wolltest du sagen? Es gibt mir voll viel Eier hier. Im Wasser ja. Rumplanschen und abbauen währenddessen. Syphilis. Oh. So, dann bauen wir die ganze Kacke. Ist jetzt ein Scherz, weg. Oder? Was? Wegen zwei Glas reicht es mir nicht. Ja, du musst schon richtig rechnen. Das oh mein Gott, kriegst du das? Das war das knapp, ey. Weißt du, in jedem Block ist eine Schlucht. Das glaube ich dir gern. Mann, Glas brennt schneller. So, hier hoch. So, rüber. Und jetzt werden wieder abgeholzt. Und zwar... Ja, die gut, da. Sicherlich, yeah. Der da. Und der da. Alter. Der da. Also nichts für Herzschwache, Herzkranke. Also dich. Also mich, ja genau. So, dann machen wir nämlich noch den hier weg. Dann machen wir... Alter, hüpft doch nicht so dumm rum. Ich bin im Wasser und hüpf 2 Meter hoch. Ich bin ein Delfin. Das war wohl die schlechteste Delfin-Animation Nachmache hier, die ich jemals gehört habe. Aber Delfine hören sich so an. Und Sinan, das lacht so. Ja, sie haben mich so verkrüppelt, der Delfin. Man nennt ihn auch Grüppelfin. Heute in der Show, der behinderte Fisch. Nee, warte, kennst du die Simpsons-Folge, wo sie in den Zoo kommen, wo alte Schauspielertiere drin sind? Wollt ihr Flipper sehen? Und dann sieht man, wie Flipper mit dem Bauch nach oben treibt. Ihr müsst wissen, die Tiere sind alt, wenn sie hierher kommen. So makaber. Flipper, Flipper! Das ist genau das Richtige für mich. Du kleine Hure! Lassen wir den Flipper, den Salzwasserdelfin, doch mal den Süßwasser schwimmen. Mal schauen, was passiert. Ja. Fischi! Fischi! Ist kein Fisch, ist ein Säugetier. Mein Gott. Entschuldigung. Weil er ein Atemloch hat, dem er auch gut als Trinkbecher missbrauchen kann. Trinkbecherhalter. Ja, das hast du auch geklaut. Das ist auch bei Simpsons. Ja, guck mal, ein Trinkbecherhalter. Zack, und dann der Delfin. Das ist die Folge, wo sie total reich sind, gell? Ja, genau. Oh ja, da. Total reich oder sind sie nicht einfach im Haus von Mr. Burns? Wo sie aufpassen sollten. Gute Frage. Weiß ich jetzt nicht. Syphilis. Say what? So what, what? Haha. Oh fuck. Baue mich ja schon dauernd wieder. Weil ich mich nicht konzentriere. Gamble and Gamble. Was wolltest du mit der Tasche? Nee. Sind wir schon wieder 20 Minuten am Aufnehmen? Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht vorwärts. Ja, in der Tat kommst du nicht vorwärts. Ja, was weil... du so rumtrödelst. Falls da ein Zuschauer von euch eine Idee hat, wie ich da Schaufelräder ranbekommen kann. Da wäre ich ganz verbunden, wenn ich da Hilfe bekommen könnte. Die Folge kommt erst in 2 Wochen? Ja, und? Ja. Und? Ja. Und?
Ja. Und? Was? Da bist du. Was? Das war gerade ein Motorroller. Schon. Okay. Und danke fürs Zusehen und natürlich hoffen wir, dass du, ja genau, du, der da zuschaut, auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Wenn es wieder heißt Let's Play Syphilis. Together. Nein, Syphilis. Was? Mit dem Klaas. Tschüss zusammen. Mit dem süffisanten Syphilis Klaas und mir, dem geilen Hängerboy. Ciao, Leute. Jetzt beende die Folge. Nee. Ich hab die Macht. Wird sie enden? The Force. Wird sie nicht enden? Das ist hier die Frage.